Also ihr seht schon, wir sind jetzt hier gerade im YouTube-Browser und zwar werden wir in dem Video einfach mal so ein bisschen die Bad Wars-YouTuber durchgucken, die bei YouTube so ein bisschen durchsuchen mit Busted oder Hacks und gucken, ob die sich irgendwie hacken oder ob es Busted-Videos über die gibt und da werde ich mal so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Kommen wir auch direkt zum ersten YouTuber und zwar sollten eigentlich alle diesen Bad Wars-YouTuber kennen und zwar bei Quadri. Okay, das erste Busted-Video, was wir jetzt gesehen haben, fand ich jetzt eigentlich nicht wirklich annette. Das ist einfach ein ganz normaler Hit, der entsteht und meines Erachtens nach 100%ig legit. So, wir sehen hier jetzt direkt das zweite Video. Und zwar hier ist dieser Hit, ist meines Erachtens noch auch einfach So Leute, 100%ig würde legit. ich sagen, geht's direkt noch weiter. Ich hab grad Ist meines Erachtens nach 100%ig legit. Mit Ping hat das nicht wirklich viel zu tun, also was er damit Ping gesagt hat. Aber ist trotzdem meines Erachtens nach 100%ig legit. Und das hier ist weder Hitbox noch sonst irgendwas, er jumpt einfach drauf und die Hitbox war vorher dort. Also es ist einfach komplett legit und ja. Ich finde es auch einfach, das ist legit, da kann man eigentlich nicht wirklich was gegen sagen. Und ist jetzt nicht wirklich ein aussagekräftiges Video. Ja, doch, sie kommt gleich. Also Leute, jetzt passt mal auf. Wenn er jetzt den nächsten Block setzt in diesem Incline Half Bridge, sieht man, dass er einen Eagle Client hat, weil er erst dann aufhört zu sneaken, wenn er wieder einen Block platziert. Pass auf. Hier. Er hat veraimt. Platziert aber direkt wieder ein. Jetzt, er hat. Hier sieht man's. Hier hat. Muss man eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, ist einfach, finde ich, das hat nichts mit Hex zu tun oder sowas. Und jeder, der da wirklich ein bisschen sich mit auskennt, weiß, dass es nichts mit Hex zu tun hat. Und ja, Dario ist oder so meines Erachtens nach clean. Deswegen gehen wir einfach direkt zum nächsten YouTuber. Ich glaube nämlich nicht, dass Matrix hackt. So, suchen wir mal direkt nach Minimi-Checker Busted Videos und ob wir hier so ein paar kleine Busted Videos über den lieben Minimi-Checker finden. Du bist ein Noob. Noob, noob, noob. Ich glaube eher weniger, dass er jetzt hier wirklich mit Flyhack einfach hochfliegt. Wenn ja, dann okay. Aber ich glaube eher weniger, dass er mit Flyhack einfach hochfliegt, sondern einfach, dass es geleckt hat und der Spieler halt einfach weiter nach vorne teleportiert wurde durch diese Lags. Und ich glaube eher weniger, dass er hier irgendwie mit Spider-Hack oder mit Flyhack einfach hochfliegt. Also ich glaube mal weniger, dass er sowas gemacht hat. Und ja, wir gucken mal weiter. Damit in die Kommis und ich würde sagen, ich zeige die Frage, ob Minimi-Checker hackt, weil das ist schon sehr verdächtig, wie er spielt. Und ja, ab damit in die Kommis und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den Clip. Okay, sieht man auch nichts wirklich anleitet. Ich würde auch nicht denken, dass Minimi-Checker irgendwie hackt. Da ist nichts. Also wir gehen einfach zum nächsten YouTuber. Und zwar ist der nächste YouTuber der liebe Clicking Quantum oder auch Matthias. Und zwar wissen wir ja, dass Matthias mal gehackt hat. Und wir gucken uns trotzdem jetzt mal noch so ein paar Bastel-Videos an, ob es da irgendwelche noch gibt. Und ja. Es ist einfach AC. Hier. Man hört gar nichts. Kein Mausklicken, kein gar nichts. Ich habe das Gefühl, du hast keine Eisen Jetzt klickt dabei. Er wieder. Ja, 32, gut. hier. Hat er auf einmal 15 Klicks pro Sekunde, also CPS. Und man hört einfach kein Klicken. Also, es ist einfach AC. Hier. Hat er auf einmal 15 Klicks pro Sekunde, also CPS. Was bei dieser Sache ist, dass man öfters mal nicht hört, was jetzt zum Beispiel hier ist, wenn ich jetzt einmal kurz klicken würde. Ich rede jetzt einmal kurz dabei, klicke. Und jetzt hört ihr, wenn ich halt rede, klicke ich dabei. Und ihr solltet mein Klicken eigentlich nicht hören, wenn ich nicht rede, dass es mit dem Mikrofon pegelt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass er hier mit Autoklicker gespielt hat. 32. Weil er hatte permanent wirklich 15 bis 16 CPS und bei ihm hört man wirklich sehr stark seine Maus. Und ja, ich glaube auch, dass Matthias auch schon damals öfters mit Autoklicker und sowas reingehackt hat. Er sagte ja nur, dass er Reducer hat, aber ich glaube auch, dass er hier in diesem Fall mit Autoklicker eingehackt hat. Jetzt klickt er wieder. Okay, zu Matthias muss man auch nicht viel sagen. Er hatte ja mal gehackt. Nichts gegen dich, aber
Ja, du bist als Person korrekt, aber das, was du halt damals abgezogen hast mit Reducer und so, das war halt echt mega unnötig. Und ja, meines Erachtens nach war das ja auch schon Autoklicker. Kann ja vielleicht auch Legit sein, aber meines Erachtens nach fand ich, dass er da wirklich auch schon mit Autoklicker gespielt hat. Muss nicht sein, aber das sah schon relativ auffällig aus. Und ja. Ja, so kommen wir mal zur letzten Szene. Und zwar war das ein Video, was auch damals sehr viral ging. Und zwar geht es um Mrs. DNA, aka Tim, der ja mit Reducer gehackt haben soll. Und ich finde das einfach nur mega schwer, dieses Thema. Weil er wird extremst nach unten gezogen an der ersten Szene. Also allein an der ersten Szene sieht man zwar, dass er nach unten gezogen wird. Dort sieht man jetzt schon leicht, dass es Anzeichen von einem Reducer sind. Aber wenn wir uns mal die Szene angucken, dann ist das auf jeden Fall Reducer. Die Sache ist nur, ob es wirklich er war, der mit Reducer gehackt hat. Oder halt, wie er, glaube ich, damals gesagt hatte, dass jemand mit seinem Account gespielt hat. Oder irgendein Freund oder so mit seinem Account gespielt hat. Der aber anscheinend auch nicht gehackt haben soll. Aber es sieht halt, wenn wir uns die Szene angucken, ist es an manchen Stellen echt obvious, dass es halt Reducer ist. Das sehen wir an mehreren Szenen, leider, dass es Reducer ist. So, jetzt kommt natürlich auf die Frage an, ist es wirklich Mrs. DNA, der gehackt hat? Ist wirklich Mrs. DNA ein Hacker, der das gemacht hat oder nicht? Und ja, da ist die Sache halt, dass man es einfach nicht weiß. Dass man nicht weiß, ob es wirklich Mrs. DNA ist, also Tim, der gehackt hat, oder nur ein Freund von Tim, der halt mit seinem Minecraft-Account gespielt hat. Deswegen ist es hier sehr unklar, ob er gehackt hat, und ich würde sagen, dass er mal nicht gehackt hat damals. Ich glaube das einfach mal, aber ja, trotzdem sollte man noch natürlich vorsichtig sein, ob er jetzt wirklich noch hackt. Allgemein gibt es jetzt auch so ein paar Hacking-Vorwürfe gegen Tim, da ist meine Meinung auch eher zwiegespalten. Ich finde das, was er machte mit diesen Switches oder so, nicht legit. Also das, was er mit diesen Switches macht, kommt drauf an, wie er das macht, wenn er es tatsächlich macht, dass zwei Maustasten zu einer Maustaste subtrahiert werden. Dann finde ich es unlegit und dann finde ich es auch einfach komplett verboten und man sollte es nicht machen, wenn er es tatsächlich so macht. Wenn er es aber so macht, dass er einfach nur auf der rechten Maustaste abused und das halt sozusagen wechselt, dass er nicht mehr mit Linksklick schlägt, sondern dann mit Rechtsklick schlägt und trotzdem nur mit einer Maustaste, dann finde ich das komplett legitim, was er macht mit diesen Maus-Switches. Weil dann ändert er nur diese zwei Mausbutton halt die ganze Zeit um und braucht halt nur eine Maustaste. Aber wenn er es wie gesagt macht, dass er mit der linken und rechten gleichzeitig schlägt, dann finde ich das nicht legitim. Aber wir gucken uns nochmal das hier an. Und ja. Also ist, glaube ich, sollte man sehen, ziemlich obvious, dass es Reducer ist. Also Mrs. DNA, ich weiß halt nicht, ob er gehackt hat oder ob es halt der Account lediglich war und ein Kumpel. Das war's auf jeden Fall zu dem. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben zu so ein paar YouTubern. Welche YouTuber eurer Meinung nach hacken, welche YouTuber mal gehackt haben. Und ja, könnt einfach mal eure Meinung reinschreiben, wen ihr wirklich denkt, welcher der aktuelle Bad Wars YouTuber vielleicht gerade noch hackt. Da gibt es ja so ein paar Konflikte oder Streitigkeiten manchmal bei Black Eagle FNA. Keine Ahnung, aber es ist bei Mrs. DNA aktuell auch. Und ja, könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr denkt, und zwar, ob noch gerade irgendwie aktuell irgendein YouTuber hackt. In den Videos sah man jetzt, ich glaube nicht, dass wirklich Dario, also bei Quadrix, hackt. Ich glaube auch nicht, dass Minimi-Checker hackt. Und ich glaube allgemein auch nicht, dass Mrs. DNA aktuell halt irgendwas anderes hat, außer diese Maus-Switches, wo ich das halt komplett legitim finde, wenn er halt nur die Maustasten ändert. Aber wenn er zwei Maustasten zu einer macht, finde ich das halt nicht legitim. Und ja, dann finde ich das halt einfach, dass er das mit Hacking macht. Aber kommt halt darauf an, wie er die Maus-Switches macht. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt noch ein paar YouTuber in die Kommentare, wo man es nochmal nachgucken könnte, ob es da nicht vielleicht so ein paar Busted-Videos oder so ein paar Hack-You-Sales-Videos gibt. Und ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao! Bevor dieses Video endet, will ich dieses Video doch noch einmal für eine Sache nutzen. Und zwar will ich einmal kurz eure Meinung zu diesem Thema wissen. Und zwar gibt es ja aktuell zwei Kanäle. Und zwar erstmal gibt es Oma Nock, der aktuell jetzt wieder mit Bad Wars angefangen hat, nachdem er oder jetzt aktuell mit Bad Wars wieder anfängt, aber trotzdem noch Real Life Stuff macht. Und da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie ihr das findet, dass er jetzt wirklich wieder mit Minecraft anfängt. Ob er das wirklich aus Fun macht, ob man das merkt, dass er das aus Fun macht oder wirklich aus anderen Gründen. Und noch einmal zum Thema, was Matthias jetzt macht. Matthias macht ja jetzt diese drei YouTuber, die Ninja gekillt haben, etc.-Videos. Diese Videos kommen ja aktuell sehr gut an und ich glaube auch wirklich, dass wenn er jetzt wirklich so ein Kanal werden will und so ein Fortnite-Kanal werden will mit drei YouTuber, die so und so, 10 Kills in Fortnite, etc., bla, wenn er so ein YouTuber werden will, dass er damit auch wirklich, ja, schon 100.000 Abonnenten oder sowas erreichen könnte. Und er selber spielt ja auch Fortnite, hat auch Spaß an dem Spiel. Deswegen würde ich es auch komplett okay finden, wenn er jetzt umsteigt. Ich selber würde das nicht machen, weil ich halt selber Fortnite zwar spiele, aber nicht wirklich Spaß habe an Fortnite-Videos. Deswegen würde ich das nicht machen. Ich würde es mir natürlich gönnen, aber ich würde mal eure Meinung kurz rein gerne wissen, wie es für euch ist, wenn er jetzt mit diesen
seinen Minecraft-Kanal komplett umwechseln würde. Das ist jetzt auch nur so schnell gesagt. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Aber wenn er das wirklich jetzt umwechseln würde und einfach komplett Minecraft aufgeben würde und halt diese drei YouTuber, die von Ninja gekillt werden, blablabla, etc-Videos macht. Meines Erachtens nach ist es halt einfach komplett okay, wenn er selber Spaß am Spiel hat, weil ich weiß halt selber von ihm, dass er das Spiel spielt und nicht einer ist, der halt einfach nur diese Videos darüber macht, sondern auch wirklich Spaß am Spiel hat. Aber ja, da will ich auch mal so ein bisschen eure Meinung zu wissen, was jetzt eure Meinung wäre, wenn er tatsächlich komplett auf Fortnite umsteigen würde. Ja, das sind die zwei YouTuber, wo es gerade so ein bisschen ein kontroverses Thema ist. Aber ja.